So Leute, nächste Runde, Donnerstag haben wir es mittlerweile, kurz vor 10, aber kurz vor 10 in der Früh. Ich habe mir heute extra freigenommen, um mit dem Yoshi richtig gut voranzukommen, weil es kommt kein Paket. Nein, es kommt kein Paket. Es wird am Samstag mitgebracht, die fehlenden Teile. Da wird das Sven dann selber mit einbauen und ja, ich will ja eigentlich alles selber machen und deswegen bereite ich alles so weit vor, dass er wirklich nur noch, wenn ich ihn ranlasse überhaupt, ein paar Handgriffe sind, wo er zu tun hat, wo wir zu tun haben. Sprich die Pin Control 2 Platine schnell neischrauben und anschließen den Schier und hier den Gear-Motor und den Shaker-Motor müssen wir dann noch neu spaxen und anschließen. Aber da möchte ich eben die Kabel alle schon dran liegen haben. Ja, und das Größte, was wir dann machen müssen, ist, sind dann noch die Löcher bohren für das 230 Volt haben wir ja, Gerödel, genau. Gut, aber ich verkabel jetzt weiter und werde euch zwischendrin auf dem Laufenden halten. Dann habe ich noch ein paar andere Kleinigkeiten vor und so weiter und so fort. So Leute, gleich 2:30 und bevor ich hier jetzt gleich die Kabelkanäle da drüben zumache, wollte ich euch einfach nochmal den Kabelsalat zeigen, der hier durchgeht. Da oben ist für einen Planger das Kabel hängt drin, für einen Giermotor ist das hier dann und so weiter und so fort und natürlich jedes einzelne beschriftet. Ja, dann mache ich jetzt die Kabelkanäle zu auf der Seite und ja, dann geht es mit der anderen Seite weiter. Aber zuallererst hau ich mir jetzt einen Krapfen und einen Kaffee ins Gesicht. Was ist ein Krapfen? Wir sagen Krapfen, ihr sagt es vielleicht Berliner dazu. Lecker mit Vanillefüllung. Hui, gleich 4:30. Ja, hier auch alles fertig verkabelt, festgemacht. Zumachen kann ich jetzt bloß einmal den Kanal und diesen Kanal hier, weil hier in den langen kommt ja dann noch das USB-Kabel vom Pin-Control rein. Also sprich rüber und nach hinten. Ja, und jetzt mache ich mal eine Testbohrung. Warum, wieso, weshalb, zeige ich euch dann nach der Testbohrung. So Leute, ich wollte jetzt tatsächlich das Ding noch versenken, dass man von unten die Lautstärke regeln kann. Sprich, ein Loch durchbohren und versenken einfach. Aber es scheitert an einem 55er Lochbohrer, weil die Einsätze, was ich habe, der eine ist ein ganzes Eck zu klein. Und ich feile und schleife da nicht stundenlang rum und das andere Ding ist wesentlich zu groß, auf alle Fälle, ja, würde dann so unten rausschauen und damit wäre ich glücklich und zufrieden. Obenrum dann ein bisschen festkleben, fertig. Tja, 55er Locher, Scheißdreck. Mensch, da brauche ich jetzt noch was. Naja, ansonsten kann ich jetzt die vorderen zwei Kanäle noch zumachen. Und dann bin ich schon beim nächsten, bei der nächsten Holzbastel-Zuschnittsaktion. Und zwar von diesem Holzstück. Ich weiß nicht, kann man es hier erkennen, wo ich mir das hier angezeichnet habe. Ringsrum und ja, hier diese Kante soll raus. Und für was das Stöckchen nachher ist, das seht ihr dann irgendwann einmal noch. Ich probiere erst einmal, ob ich das rauskriege. Und danach, ja Leute, geht's mit dem Aufbau weiter. Hinten dran. Wenigstens das Teil hat funktioniert. Ein bisschen neigebohrt, ein bisschen gefeilt und mit dem Messer geschnibbelt. Reicht soweit, wunderbar. Aber für was das Brett ist, dieses Teil dann, ja,
Das Rätsel lasse ich jetzt einmal noch stehen. Tja, lasst euch überraschen. Naja, so gebürstelt wird ja nicht einmal unbedingt verkehrt aussehen. Aber ich merke schon wieder, das ist eine scheiß Arbeit. Und habe ich da überhaupt Lust drauf? Ich weiß nicht. Ich probiere es mal aus. Ja, mittlerweile bin ich dabei, den Aufbau wieder drauf zu donnern. Und danach geht es gleich mit den Monitoren weiter. Der Aufbau hat schon eine kleine Änderung hinter sich. Aber ich glaube, das werdet ihr nachher dann sehen. Also definitiv werde ich mir noch eine Backbox bauen. Also hier kommen glatte Kasten drauf. Aber jetzt so fürs erste Mal, für den Anfang, lasse ich das erste Mal so. Ist ja noch ein Haufen anderes Zeug, was ich sonst noch machen muss. Wo ich vom Flipper jetzt momentan davon abgehalten worden bin. Gut, festschrauben, Monitor holen. So, der erste hängt und ich habe es nicht mehr hingebracht, weil hier der Spalt ein bisschen kleiner, hier ein bisschen größer. Ich habe hinten noch die Löcher aufgefräst bis zum geht nicht mehr. So, Heizkanone wieder aus. Ja, aber irgendwie wollte er nicht ganz rüber, aber wenigstens hängt er jetzt gerade, nach dem Messen zumindest. Gut, dann hole ich den oberen Monitor und dann kommt der hin. Tja, auch der obere Monitor hat einen leichten Rechtsdrall, aber das ist mir jetzt relativ wurscht. Jetzt werden wir erst einmal gucken, wie das Ganze aussieht. Ob ich mir vielleicht noch was anderes für die DMD unten dann organisiere. Das kommt alles noch auf. Wenn ja, dann ja. Und wie gesagt, hinten wird noch eine gescheite Backbox gebaut. Aber nicht jetzt, sofort und gleich. Das dauert erst einmal. Was kann ich jetzt noch machen? Die Monitorkabel reinlegen. Und das war's dann. Das war's dann wirklich. Den großen Monitor brauche ich noch nicht reinlegen. Dann heißt es eigentlich wirklich abwarten bis Samstag. Durchhalten. Bis die vorbeikommen. Kabel innen drin, wo von der Lautsprecher und von der Monitore kommen, wird nur eine Wurfverkabelung, sage ich gleich, weil spätestens zum Folieren muss ja der ganze Rotz wieder runter. Und auch danach wird es eine halbe Wurfverkabelung. So, gut. Wollt ihr dann nochmal angucken? So, ein kleines bisschen habe ich noch gemacht. Ja, vorne die Verkabelung, den Regler werde ich eventuell dann morgen machen. Ja, hier liegen die ganzen Kabel von hinten drin, die zwei Monitorkabel, die Stromkabel alle. Ja, wahrscheinlich kommt die lange Steckdose dann hier hinten hin. Und ja, so sieht das Teil dann von hinten aus. Hier ist die Antenne fürs WLAN. Ja, gut. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt messe ich das ganze Ding einmal von der Höhe aus. Von der Breite, ob ich das überhaupt hinten im Partyraum so neu kriege oder ob ich da wieder einen Monitor wegschrauben muss. Ja, ich hoffe mal nicht. Gut, in diesem Sinne war es das mit diesem Video. Und für die wirklichen Fans von den Bastelvideos vom V-Pin
keine Angst, Samstag wird noch nicht das Ende sein, weil er wird spielbereit, nicht fertig. Er wird nur spielbereit. Alles klar, Leute, das nächste Video dazu wird dann am Samstag gedreht. Ich werde jetzt die Zeit nutzen bis Samstag, um hier herin nochmal aufzuräumen und klar Schiff zu machen, weil aus der Idee mit meinem Ablagetischle da hinten ist ein riesen Sauhaufen draus geworden. Ja, da habe ich den nächsten Sauhaufen und ja, hilft nichts. Aufräumen! Wir sehen uns. Tschaikowski.